So, da bin ich auch schon wieder zurück. Und mir ist gerade auf der Karte aufgefallen. Wir haben einen Schmied hier im in dem einen Bezirk hier vergessen. Und den müssen wir natürlich noch holen. Damit wir da jetzt, glaube ich, die 100% vollkriegen, eventuell. Ich weiß es nicht. Ist nur geraten. Ach ja. So, ich habe uns gerade nochmal von der Bank Geld geholt. Deshalb habe ich jetzt wieder 53.000 Florin dabei. So. Ich habe eine Auswahl an exquisiten 15 von 17 Schmieden, wenn du die hast. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz drauf. 99%. Ach, ja. Das Fraktionsgebäude muss ja auch noch besetzt werden. Jo gut, dann machen wir das auch noch eben. Ist doch kein Problem. Das sollte das kleinste Übel werden. Und übrigens nebenbei habe ich auch noch die, was war das hier? Die, die Diebesgilden-Herausforderung Taschendiebstahl geschafft. Ich habe den Leuten nochmal unterwegs ein bisschen Geld ausgeliehen. Also ich habe es mir eigenständig von den Leuten abgeholt, weil sie es in ihren Taschen nicht rumtragen brauchten. Was rede ich hier gerade? Ich weiß es nicht. Sag mal, wir setzen nochmal die Söldner hin. Ich glaube, jetzt so mit den Gildenaufgaben hier bei den Kurtisanen, da sind wir jetzt auch schon auf einem guten Weg. Ich muss mich dann nachher nur nochmal umgucken, wie das hier bei der Söldnergilde war, was wir da noch so gedingsen müssen. So, aber jetzt werden wir uns erstmal, habe ich mir so überlegt, ich werde hier nochmal diesen einen Diebesauftrag starten, bevor wir uns zum Templar-Agenten noch hinbegeben. Und wenn wir das dann geschafft haben, können wir eventuell dann in der nächsten Folge die Hauptquest da mal gedingsen. Ne? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Also, wir sind ja soweit auf einem sehr guten Stand. Ach, warte mal. Haben wir hier jetzt die 100%? Ja, geil, Bezirk Campagna. Zu 100%. Bezirk Centro ist auch 100%. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch dieses Gebiet. Bezirk Antico. Ja, da haben wir noch ein paar Aquädukte, aber an das Ding kommen wir ja noch nicht dran, weil das ja hier in den erwähnt ist, ne? Ja. Und hier haben wir dann noch die letzten drei Aussichtspunkte, die sich natürlich auch hinter dieser Linie befinden, ne? Und hier sind dann auch noch, oh Gott, hier sind ja auch noch so viele Wahrzeichen. Das wird teuer. Aber was soll's? Das Geld kriegen wir schon zusammen. So. Ja gut, die Assassinen losschicken brauchen wir jetzt gerade nicht. Die sind ja noch unterwegs. Auch wenn wir hier drei Assassinen-Siegel gerade zur Verfügung haben. Aber unsere Hauptassassinen, die schicken wir ja nicht mehr weg. Zwar, das werden wir zwischendurch auch noch machen. Also bestimmt. Aber jetzt brauchen wir die erstmal hier bei unseren Missionen. Also so mehr oder weniger. Ja. Du kannst da eigentlich an die Leiter, ne? Leiter? Ja, dann eben nicht. Jetzt? Hallo? Hä? Ich habe Taste D gerade gedrückt und der ist runtergegangen, die ich frage nicht. Ich frag lieber nicht. So. Ezio Auditore? Ich dachte, ihr seid jünger. Wie kann jemand eures Alters so flink sein, wie alle sagen?
beweist es. Oh Gott, bitte nicht. Den Herausforderer in seinem eigenen Rennen besiegen. Die Strecke in weniger als 60 Sekunden beenden. Oh Gott. Das war glaube ich falsch. Oh Mann. Ja, hoch, 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 hoch. Ich sehe gar nicht, wo die... Sag mal, das ist aber Verarschung! Nein! Boah, regt mich das auf. Schnauze! Das schaffen wir doch so noch nicht einmal, weil die Zeit viel zu knapp ist. Solche Rennen. Das ist schön, dass man die Punkte erst so scheiße sieht, ne? Los, hoch da! Oh, oh Mann. Los, beweg deinen Arsch. Sag mal, ich hab den Punkt erwischt! Du küsst deinen Schaden in die Fresse, du! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, wir regen uns nicht auf! Los! Los! Mensch, sammle das Ding noch ein! Ja, super, mhm. Halt die... Ezio? Wenn du das jetzt nicht hingekriegt hättest. Alter, dann wäre aber Polen offen gewesen, ja. Das sag ich dir. Du Dreckspimmelkopto.
Namaste, wir atmen jetzt erstmal in aller Gemütsruhe durch. Wir regen uns über so eine Scheiße hier nicht auf. Na? Warum denn auch? Halt die Schnauze! Ich kenne den Mann. Ja, dann kauf dir einen Keks. Und gib mir das, was ich will. So, hier. Viel Spaß. Mann, 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 Mann. Hier, da bin ich, der backt auch schon wieder rum. Ach, ist das schön. Ich glaube, die Rages, die werden wieder richtig gut im Projekt hier. Heilkunde ist eine ganz erstaunliche Kunde. Meine Fresse. Aber naja. Aber ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich dann noch eine Folge aufnehmen werde, weil wenn ich jetzt schon wieder so auf, ich sag mal, 180 bin, das... Ja, gib mir mal das Pferd, danke. War mir gerade nach. Ja, natürlich, back dich noch in den Baum rein! Dieses Scheißding. Auch schon wieder so ein Kackding drin. Gott! Nee. Nerviges Nerv. Ach, wir müssen hier unten hin. So, was haben wir hier für eine Scheißmission? Runter! Er ist doch in der Nähe! Wer? Einer von Borgias Hunden! Wir wollten uns ihnen widersetzen. Er kam zu unserem Haus und schoss mit seiner Hakenbüchse. Meine arme kleine Anna, sie ist... Ich muss zu ihr zurück. Nur ein Schütze? Den überwältige ich leicht. Wie präzise er auch sei. Mörder. Wenn wir hier bleiben, tötet er uns. Hört, ich laufe zur nächsten Säule, um ihn abzulenken. Ihr flankiert ihn. Gaspar de la Croix feuert wahllos von seinem hochgelegenen Aussichtspunkt. Er muss eliminiert werden. Das Ziel in weniger als 45 Sekunden mit der versteckten Klinge eliminieren. Aha. Adesso basta. In 45 Sekunden. Mich nicht. Und jetzt haut er auch noch ab. Ich dachte, hey, geh aus da, Mensch! Was machst du denn? Toll, super! Kriegst du ganz toll hin! Ein selten dämliches Arschloch! Jetzt stirbst du! Hallo! Darf ich jetzt... Reicht's aber hier! Mehr! Fick die mit der vollen Synchronisation! Ich
Ich sehe ihn! Da! Warum sterbt ihr nicht? Requiescat in pace. Fick dich! Richte mich das auf! Das sind die ganzen 5 Sekunden, wenn ich nicht mehr in die Fähre gegangen bin. Ja. Wunderbar. Ja, die Hauptmission, die lassen wir für heute. Das hat bei mir heute keinen Zweck mehr. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ich gucke noch mal eben, wie teuer diese 3 Wahrzeichen hier vorne sind. Wenn wir die noch holen können, ist gut. Und ansonsten reicht es mir für heute. Aber unnimmst bei mir mit den Rages, das nimmt ja langsam wirklich überhand, obwohl ich ja nicht mehr so viel ragen wollte, also das, nee. Ich glaube, das hat so mit dem Let's Play, also zukunftsmäßig, bringt das wohl nichts mehr. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So. Wir haben 55.000 Florin dabei. Oh, was sind denn das jetzt mehr für Spacken? Ich möchte eigentlich gerne auch noch die Küste da haben, weißt du was? Nee. Also Freunde, das kannst du vergessen. Auf keinen Fall. So weit geht die Freundschaft jetzt nicht. Was ja erst einen auf großen Macker machen und dann hier doch einen Schwanz einziehen. Ja, geht's noch lauter? So. Nein, nicht die Waffe aufheben. Du sollst die... Immer. Du sollst die Leichenplünder. Hey, und schon wieder ist einer bereit, Assassine zu werden. Geile Scheiße. So, ich gönne mir den mal. Münzen von Vlad dem Fehler. Okay. So, plündern wir den auch noch. Sehr schön. So, Leichen können hier liegen bleiben. Interessiert mich sowieso nicht. Und geh runter. Na, meine Stimme, die macht auch schon schlapp. Da geht auch nichts mehr. Das heißt, warte mal, ich habe jetzt... Es ist die 7. Folge, die ich heute schon wieder aufnehme. Und so langsam... Ja. Muss es dann ja auch mal gut sein. Oh, warte mal.
Das war genau auf 25%. Also mach keinen Scheiß hier. Da bin ich im Recht. So. 34.650. Ja, komm. Steigt das Einkommen auch wieder. Colosseo erworben. Ja, da. Und Feihagel ist auch wieder verfügbar. So, gucken wir nochmal kurz hier vorne. 21.000 haben wir jetzt noch. Vielleicht können wir noch eins holen. Mal gucken. 20.250, okay. Lass mich nochmal ganz kurz hier gucken. Hier drüben ist auch noch eins. Dann gucken wir da auch nochmal schnell. Da laufen wir, glaube ich, jetzt direkt drauf zu, oder? Ja. Yep. Mal sehen, was soll der Spaß hier kosten? 20.400, ja komm. Scheißegal. Gewinne aus Investitionen in die Gesamtwirtschaft Roms. Sehr schön. Ach Mensch. Wenigstens das läuft. Und nichts anderes. So. Ja Leute, ich mache dann für heute erstmal hier Feierabend. Wir haben soweit erstmal wieder einiges hier gedingst, also geschafft und so, ne? Und ich werde mich jetzt offcam nochmal so ein bisschen um die Herausforderungen von der Diebesgilde und hier von der Kurtisanengilde kümmern, damit wir das dann soweit erstmal abhaken können. Und wie das jetzt hier mit der Kaserne ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da reintrauen darf wegen der Mission. Da würde ich sagen, das lassen wir lieber erstmal noch so stehen und liegen. Und da gucke ich dann in der nächsten Aufnahme, wenn wir dann diese Mission erledigt haben. Alles da. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, die Rages, die waren jetzt nicht so heftig. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Macht es gut. Tschüssi.